Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 22 Hannover 96 Modus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt euch erholt vom letzten Ergebnis. Das war 7:1 gegen uns, also für Chelsea. Ich hoffe, wir können wieder bessere Ergebnisse einfahren. Wir haben vor zwei Folgen noch darüber geredet, dass wir eventuell hochstellen auf Ultimativ. Und schon gab es eine 4:3 Klatsche gegen Frankfurt und ein Spiel weiter eine 7:1 Klatsche gegen Chelsea. Mal sehen. Russland. Liebe Russen, ich bedanke mich. Ihr habt super, super Wodka, bin ich mir sicher. Aber nein, danke. So. Können ja eigentlich nur hoffen, dass wir nun wieder ein bisschen besser spielen. Okay, warte. Match hat Bock, der hat immer Bock. Aber wir werden jetzt einfach mal durchwechseln. Strafe. Für eure Kackleistung. Gegen Chelsea. Wo ist er? Da ist er. Ulti. Brauche noch einen Innenverteidiger. Wo ist denn hier noch einer? Bernie. Oh, Bernie ist richtig gefrustet. Aber einen anderen haben wir nicht mehr. Nee. Gut. Ach, Nürnberg ist Pokal. Siehste. Deshalb 3. Gut, dann gehen wir rein. Mal sehen, was uns erwartet. Ich hoffe, wir verlieren nicht wieder. Heute deutet eigentlich alles auf eine hochinteressante Partie hin, denn dieses Duell hat es einfach in sich. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen hier in der HDI Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel im Regen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Hannover 96 gegen Union Berlin. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Sie klären. Komm, Green. Da geht er gut in den Zweikampf. Das Vorchecken der Gäste werden wir wohl auch heute wieder sehen, Buschi. Ja, und Wolf, das ist ein richtig gutes Vorchecken. Auf dem Gebiet sind sie absolute Experten. Und da hat es jeder Gegner schwer. Da musst du überhaupt erstmal den Spiel finden. Du musst dir die Räume verschaffen, erarbeiten. Ganz energischer Einsatz. Green. Und das meine ist der Fresse. Geht schon wieder los. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ja, könnte was werden. Und die Möglichkeit. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Irgendwie möchte FIFA mich nicht mehr sie gewinnen lassen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt müssen Sie aufpassen. Tribun. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen.
Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Lauf doch durch, Kirky. Louis Cook. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Der geht nicht. Oh, hat er daneben geschossen. War eh abseits, aber er hat ihn auch daneben geschossen. Wolf hätte eh nicht gezählt. Er geht dazwischen. Gefährliche Szene. Das kann nicht wahr sein. Erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Aber ihr seht es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Oh Gott. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Freistoß kommt in den 16er. Einfacher Ball hier für den Torwart. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Ich weiß gerade nicht so wirklich, was ich sagen soll. Tolles Zuspiel. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Immerhin. 2-1, hier ist noch alles drin. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Tribul. Jetzt vielleicht die Flanke. Guter Einsatz, er hat den Ball. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Jetzt können sie flanken. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Zieler, Junge. Der war weder genau noch hart, war gar nichts. Tribul. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Jetzt kommt die Flanke rein. Und da ist der Ball wieder weg. Grischa Prömel. Der Ball kommt hoch rein. Was macht er draus? Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Frühes Stören jetzt. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Tribul. Ruhiger Spielaufbau. Wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Der ist drin. Damit haben wir den Ausgleich. Green. Sie sind wieder zurückgekommen in dieses Spiel. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann aus kurzer Distanz ist das schön. Sah auch sehr realistisch aus, wie der Torwart sich verhalten hat. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Gute Aktion jetzt. Da ist die Flanke.
Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Klasse Chance jetzt. Tor, Sieg, Monster-Kombo. Mit dem Treffer. Also wer hätte das vorhin noch gedacht? Unglaublich. Schön. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz. So sah gut aus, kommt. Oder? Er macht ihn mal. Knapp liegen sie vor uns zur Pause. Ich glaube, ich muss einfach wieder besser reinkommen. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Er kann klären. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Gut dazwischen gegangen. Meine Fresse. Schirmt den Ball gut ab. Sie verlieren hier den Ball. Hä? Er kann es machen. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Volles Risiko. Ball wird abgeblockt. Louis Cook. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem. Bernie? Eine sehr gute Aktion von ihm. Schuss! Da holt er den Ball zurück. Stark, Bernie. Kevin Möwald. Super dazwischen gegangen. Louis Cook. Kevin Möwald. Wichtig, dass er da klärt. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Guter Steilpass hier, macht er gut. Zieler. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Fast das Tor, aber das ist einfach klasse. Wie er den noch hält, wie er das macht, überragend. Sie geben ihm im Moment eine Menge Raum. Ja, schwacher Ball hier. Kirk, ne? Der kackt hier gerade richtig ab. Ja, mit viel Übersicht. Den spielt er gut. Stark, Zieler. Da werden wir jetzt auch was machen. Ist ja nicht normal, was Kirk hier macht. Der kriegt ja auch nichts hier schissen. Matcher? Wollen wir Matcher bringen? Obwohl Bayer hat das gut gemacht, ne? Aber egal, wir bringen Matcher. Und? Vielleicht nochmal einen schnellen für die Flügel, aber obwohl, die sind noch nicht ganz fresh, ne? Einmal so, komm. Ecke kommt ins Zentrum. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Oh, ich dachte, den habe ich. Ich war mir so sicher. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Green. Da ist die Flanke. Erstmal geklärt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser.
Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ach Mann. Louis Cook. Stark, Junge. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Ernst. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Was komm, für ein komm. Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke kommt in den 16er. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Er holt sich den Ball. Da kann er sich den Ball holen. Lukas Meja. Das war eng, aber er hat ihn. Nein. Erstmal dazwischen gegangen hier. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. What? Louis Cook. Moussa Niakate. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Sie haben durchaus Platz auf außen. Frühe Flanke jetzt. Er kann klären. Louis Cook. Robin Knoche. Robin. Moussa Niakate. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Macht er gut. Schussversuch. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Tribul. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Wir sehen es. Sie lassen sie kommen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Oh. Schluss aus. Das war's in dieser Partie. Und die Gastgeber gehen am Ende hier. Wir können also doch noch gewinnen. Schön. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird die dritte Niederlage. Nachdem wir dann da 2-0 hinten gelegen haben. Dass sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Sie haben das entscheidende Tor gemacht. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Wir waren das bessere Team. Ja, ich würde sagen, das waren wir. Also die ersten 20 Minuten vielleicht nicht. Wir konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Teams Zweifel. War der Sieg je gefährdet? Wie? Ingwertsen war beim Gegner einer der Besten. Wir haben unser Spiel gemacht. Das war's auch schon. Vielen Dank. Gerne, gerne. So. Oh, schon wieder Stillstand hier. Was ist denn los hier? Okay. Bayer hat getroffen. Jetzt haben wir das nächste DFB-Pokalspiel vor der Brust. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da, passt auf euch auf und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen um 12. Ciao, ciao. Ja.